Herzlich willkommen zum vierten Video von Whiskynotes CS. Heute geht es um einen Mortlach, 25 Jahre, unabhängig abgefüllt von Adelphi, mit 59,4%. Das Glas steht jetzt schon ein paar Minuten hier. Ein Teelöffel Wasser habe ich hinzugegeben, weil der mit knapp 60% ein wenig zu stark ist. Den lassen wir jetzt noch ein bisschen ziehen, kommen wir kurz zum Abfüller. Adelphi war früher eine Brennerei, 1800, schlag mich tot, keine Ahnung, ging dann zu. Es dauerte etliche Jahrzehnte, bis der Name Adelphi wieder aufgetaucht ist, und zwar in der heutigen Form als unabhängiger Abfüller. Ich hoffe, man kann die Flasche ein wenig sehen. Hat gelitten, habe ich auch schon ein paar Jahre. Er kam zu der Zeit raus, als Mortlach diese neue Range angekündigt hat. Ich kann es kurz, nein, das ist schon die nächste neuere Flasche. Den schönen Flaschen und den horrenden Preisen, das kam zur selben Zeit raus. Der 25er von der Original Range ist gut, kommt meiner Meinung nach aber nicht an den ran. Keine Chance. Der ist viel komplexer, öliger, vom Mundgefühl her viel dichter und hat einen sehr viel längeren Abgang. Einer meiner Lieblinge allgemein. Mortlach sowieso. Ich liebe Mortlach über alles. Mortlach ist ein nicht ganz einfacher Brennereicharakter. Ältere Mortlach-Abfüllungen, die im Sherryfass lagen, sind sehr schwefelanfällig. Was für mich aber kein Hindernis ist. Ich habe es relativ gern, wenn ein wenig Schwefel drin ist. Ich habe zwei, drei Flaschen hier, die bei meinen Kollegen ja, zum fluchtartigen Verlassen des Raumes führen. Was schlussendlich nur bedeutet, dass ich davon mehr bis alles habe. Ich habe hier mein altes Tasting Notebook noch in das Video mitgenommen. Den Mortlach habe ich vor ein paar Jahren schon mal verkostet. Ich nehme es mir jetzt hier heraus, diese Notes noch einmal kurz durchzugehen, weil ich möchte eigentlich in erster Linie schauen, ob ich die Notes von damals wiederfinde. Ich hatte mir damals aufgeschrieben, das ist übrigens ein reines Bourbonfass. Süße Eiche in der Nase, Honig, getrocknete Früchte, Röstaromen, Bienenwachs, leichte Lakritznoten. Da bin ich mir nicht so sicher, ob ich das nochmal finden werde, weil das ist eher was von einem Sherry gelagerten Whisky und Nussaromen. Ich denke jetzt mal geröstete. Im Mund habe ich mir ölig-süß notiert, auch wieder Honig. Dann hatte ich Würze von der Eiche. Malzigkeit und so etwas wie Brockenstube, hat etwas Muffiges so in der Richtung. Positiv natürlich. Im Abgang relativ lang, würzige Eiche, Süße und zum Schluss auch wieder dieses leicht Muffige, vielleicht feuchter Keller, sowas in der Richtung. Adelphi ist kein einfacher Malt. Mortlach natürlich, der hier, nicht Adelphi, Adelphi ist nur ein Abfüller. Er braucht Zeit, er braucht die richtige Menge Wasser, sonst geht er kaputt, ist zu verwässert. Mit einem Teelöffel Wasser sind wir relativ gut bei der Sache. Eine schöne bernsteinfarbene, ja, bernsteinfarben, goldfarben, so in der Richtung. Eine schöne dunkle Farbe. Der Whisky ist weder kühl gefiltert noch gefärbt. Trotzdem gebe ich hier auf die Farbe nicht viel. Es muss nicht zwingend heißen, nur weil er eine schöne Farbe hat, dass er auch gleich super toll ist. Ja, in der Nase kommen sofort Bienenwachs und der Honig, Waldhonig hervor. Die Lakritze finde ich nicht. Es geht jetzt mehr so in die Richtung von Kräuter, Heidekraut, Wacholder würde ich jetzt sogar sagen. Man schmeckt hier schon die Eiche heraus, definitiv, das ist nicht bei vielen so. Hier schmeckt man das Alter schon in der Nase. Also der hat wirklich 25 Jahre auf dem Buckel und das riecht man auch. Leicht angebrannter Zucker,
Die Vanille geht schon mehr so in Richtung Vanillecreme, Crème Brûlée. Einen Schluck nehmen, meistens öffnet sich die Nase noch mal ein bisschen mehr, wenn der Mund Kontakt hatte mit dem Whisky. Ja, das ist schon, ja, wenn man die Möglichkeit hat, so eine Flasche noch zu ergattern, nicht zögern, man macht überhaupt nichts falsch. Von dem gab es, glaube ich, nicht viele, nur 208 Flaschen. Das ist nicht gerade viel. Ich denke nicht, dass die noch irgendwo erhältlich sind. Im Mund ist er definitiv sehr ölig. Ein richtig schönes Mundgefühl. Sehr viel Süße. Es kommt eine richtige Fruchtbombe hervor. Getrocknete Früchte, Aprikosen, eingelegte Birnen. Eine leichte Apfelnote, grüner Apfel. Ein Kollege hat dem mal nassen Karton nachgesagt in der Nase. Also das kann ich mir nicht erklären. Geschmäcker sind verschieden, aber nasser Karton, das nein, definitiv nicht. Die Malzigkeit kommt jetzt nach meinem Empfinden eher im Abgang, nicht schon im Mund. Ja, definitiv dieser feuchte Keller. Ja, definitiv auch hier. Boah, ein richtig toller Mordlach. Eine fleischige Note wird Mordlach auch bei vielen Fässern nachgesagt, ist hier nicht zu finden, jedenfalls für mich nicht. Hatte ich schon. Ich hatte einen, was war das jetzt? 1989er Mordlach von The Octave von Duncan Taylor. Der hatte definitiv so eine, ja, ich kann es fast nicht sagen, in der Schweiz sagt man Fleischkäse, in Österreich Leberkäse. Eine solche Note hatte der drin, war sehr speziell, war auch ein toller Malt, leider nichts mehr davon übrig. Das sagt ja eigentlich auch schon genug. Der hier ist wirklich auf Eiche, Süße, Früchte und Malzigkeit. Also das ist hier wirklich das Profil. Ein super schöner Whisky für einen schönen Abend. Wirklich sehr schön. Kommen wir zur Benotung dieses Whiskys. Beim letzten Video gab ich dem Lagavulin 12 eine glatte 90. Dem hier auch, weil das ist jetzt hier ein wenig anders. Beim letzten habe ich mir wirklich die 90 rausgenommen, weil der von einem rauchigen Whisky bringt, der mir alles, was er muss. Der hier kriegt eine 90, weil er komplex ist, weil er vielschichtig ist, weil er ein sehr tolles Mundgefühl hat, einen langen Abgang hat. Das ist wirklich auch Meisterware. Genauso muss das sein. Das war's dann wieder von Whisky CS mit dem Mordlach 25 von der Delphi. Es wurde mir bereits ans Herz gelegt, für den nächsten Video einen Vorschlag entgegenzunehmen. Und zwar wird es dann um einen Blair Attle gehen, auch 25 Jahre, fast stark. Es ist eine signatorische Vintage-Abfüllung für das Waldhaus in St. Moritz. Darauf könnt ihr euch freuen, weil das ist ein richtiger Schwefelkracher mit 63,3%. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Das wäre dann das fünfte Video, schon ein kleines Jubiläum. Und ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Oder beziehungsweise unten auf dem YouTube-Kanal, damit die Community ein bisschen wächst. Kommentare sind wie immer erwünscht. Ja, dann sehen wir uns bei dem Video wieder und eine schöne Zeit und bis bald.